Scotland Yard ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Was für ein ehrwürdiges Gebäude. Bushaltestation. Oh ja. Der Handblick dieses Waffens reicht schon, damit ich mir Sorgen mache, ob ich bei meinem letzten Einkauf alles bezahlt habe. Kennst du das, wenn man aus einem Laden rausgeht, so mit solchen, so Türteilen da, heißen die Dinger nochmal? Sicherheitsschranken. Ja, so. Genau. Und man sich wirklich dann nochmal so irgendwie an die Taschen greift, um zu überlegt, ob... Taschen greift kenne ich nicht, aber... aber ich habe dann immer ein unwohles Gefühl, wenn ich da durchgehe. Na, was meinst du, wie es mir geht beim Flughafen? Oh. Da piept's ja dann auch. Sagen wir mal so, ich habe immer Metall bei mir. Ich habe auch immer Metall bei mir, aber bei mir ist es nicht groß genug. Ja, bei mir ist es groß genug und dann piep, 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 piep. Vielleicht solltest du Polizistin werden, Cat. In ihrem Wappen gibt es ja auch zwei große Katzen. Rechter Pfosten vom Eingang. Erstmal war doch hier beim... Bushaltestation oben. Und was ist unten? Ein Gespräch. Okay, rechter also Pfosten vom Eingang hier. Ja, da. Also nicht ein Gespräch, sondern halt die sagen irgendwas. Wo wären wir nur in London ohne Busse? Nicht an Bushaltestellen, würde ich sagen. Ja. Man muss also nur hier sitzen und abwarten und dann kommt irgendwann ein Bus, in den man einsteigen kann. Ich... Ba, 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 ba. Ja. Ich liebe ja vor allem mein Fahrrad, aber manchmal fahre ich auch gerne mit dem Bus. Ich nicht. Okay. Oh, Miss Layton. Wie könnt ihr nur? Sie hat gesagt, sie liebt ihr Fahrrad. Jetzt ist er eifersüchtig. So. Ja, jetzt macht das kaputt. Genau. Was ist mit meinem Fahrrad passiert? Puh, da oben. Gar nichts, Miss Layton. Ich wollte nur sicher gehen, dass es euch nie wieder irgendwelche Schwierigkeiten bereitet. Es hat mir keine Schwierigkeiten bereitet. Mir es... aber. Puh, da oben würde ich wirklich kein Büro haben wollen. Stell sich einer die ganzen Treppen vor. Ich gehe davon aus, dass dort die hochrangigen Beamten ihr Büro haben, Pokémon Gumano. Anscheinend musste man Scotland Yard neu bauen, weil das vorige Gebäude so alt und heruntergekommen war und außerdem von einem Riesenroboter zerstört wurde. genau. Ja. So. Hä? Oh, stimmt. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir jederzeit in die Detektive zurückkehren können. Ja, gut. Immer wenn du zurückgehen möchtest, tippst du einfach auf das Symbol der Detektive-Leiten. Finde ich aber ganz cool. Ich habe Details zu allen Fakten an der Pinnwand aufgehängt. Du kannst also nach Belieben zu den Ermittlungen bei einem anderen verwechseln. Also wenn man mehrere Fälle gleichzeitig hat oder was? Ach so, geht das auch. Oder du spielst ein wenig mit dem Feng Shui des Büros herum, falls dir die aktuelle Einrichtung nicht gefällt. Oh, das finde ich cool. Man kann ja auch auf dieser Layton.world-Seite sich Gegenstände dafür freischalten, aber ich weiß nicht, wie man die ins Spiel kriegt. Das war ja auch bei den Rätseln des Tages bei Maske der Wunder. Ah ja, genau. Aha, so kann man also zu vorherigen Fällen wechseln, um Münzen zu finden oder Rätsel zu lösen, die wir verpasst haben. Oh, das heißt, wir können immer noch welche finden, oder wie? Also wir müssen ganz doll aufpassen. Wir verpasst haben. Ja, ja, eben. Es kann ja passiert sein und wir werden vielleicht gar nicht dran erinnert. Anscheinend nicht. Dreck. Ja, und wenn du mal weniger ernst drauf bist, kannst du zur Entspannung auch mal umdekorieren. Alles für dich. Ja, los. Ich glaube, ich mache das mal offline oder jetzt. Ach so. Oder wir können es auch jetzt machen. Du wirst jetzt für alle 5 gelösten Rätsel ein Interieur-Ticket erhalten, das du gegen unterschiedliche Dekoartikel für das Büro eintauschen kannst. Weiter. Okay, du hast bisher 11 Rätsel. Dafür hast du 2 erhalten. Na gut, dann... Können wir bitte... Ja, Feng Shui. Ich will Feng Shui machen. Ermittlungen unterbrechen? Ja. Ja, möchte ich. Ja. Gut, dann speichern wir nochmal. Ja. Ja. Ja! 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 Okay, um den Laufen... Bewege die Lupe und suche dir auf der Pinnwand den laufenden Fall aus, den du als nächstes angehen möchtest. Okay.
Tippe das Feng Shui-Symbol unten links auf dem Bildschirm an, wenn du die Möbel umstellen oder das Büro umdekorieren möchtest. Okay, umdekorieren. Ja. Sheng Fui. Über das Symbol, Sheng Fui. Über das Symbol mit dem Feng Shui-Stuhl kannst du das Büro in der Detail umgestalten. Okay. Wähle aus, welchen Aspekt des Raums du ändern möchtest. Es gibt 8 verschiedene Einrichtungsgegenstände. Räume mal alles nach deinen Wünschen um. Mit ändern wird die neue Einrichtung übernommen. Mhm. Der Stil, über dem dieses Symbol angezeigt wird, wird aktuell im Büro genutzt. Okay. Ganz neue Stile für das Büro erhältst du unter Einlösen. Wähle hier die Möbel oder die Deko aus, die dir gefallen. Über Einlösen kannst du sie dann erwerben. Okay. Okay, und unten sieht man Statistiken. Mhm. Okay, ich hole mir erstmal Lösung. Pro 5 gelöste Rätsel, bla bla bla. In der Profilkarte wichtige Statistiken zum Fortschritt. So. Okay, wir müssen hier jetzt mal... Was sind das denn? Ah, die Wände. Blauton. Fescher Look. Lieb und leger. Ich mag lieb und leger. Guck mal. Nein. Warte mal, wir können ja wieder auf Koop stellen. Dann siehst du nämlich auch. Oh, du bist gerade lieb und leger, edel und elegant. Ich habe mir ein neues Sofa geholt. Schatz, ich habe uns ein neues Sofa. Ich finde die Couch cool. Was ist eigentlich das dann noch? So, okay. Und ich wollte Ach, das sind die Statistiken. Ich frage mich aber jetzt wirklich, wie man das von dieser Leighton World Seite rüber bekommt. Weil ich habe da schon ein paar Seiten Sachen freigeschalten. So, Ebenholztisch, weißer Tisch. Zeit für eine Feier. Hm. Was ist das? Achso. Nee, ich will noch nicht eintauschen. Oh, ich kann mich bei sowas nie entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme erstmal lieb und leger. Oh, es gibt auch Teppiche. Ich nehme trotzdem erstmal lieb und leger. Einfach weil ich kann. Oh, ich nehme einen Teppich. Ich Okay, Teppich ist das da hinten. Oder ich überlege noch. Oh, Alter! Ja, Union Jack. Mhm. Traditionell, elegant, bunt gemischt. Sieht alles irgendwie nicht so zu. Obwohl, das finde ich passt. Gemischt? Schön. Also, ich finde, elegant passt zu lieb und leger bei mir. Bei mir, ich mache das anders. Ja, mach du das. So, was gibt's denn für Böden, genau? Vintage Look. Getüncht. Schicker Stil. Oh, das ist auch geil. Das ist. Oh, ja, sowas hätte ich gerne in einem. Also, wenn ich irgendwo wohnen würde, hätte ich das gerne. Nein! Doch. Nee. Das aber nicht. Das auch nicht. Nee, das aber ist. Das auch nicht. Nee. Oh, doch. Nee. Das passt, finde ich, zu den. Weißt du, wie scheiße das ist, aufzuräumen? Also, sauber zu machen? Dann kaufe ich mir halt noch eine Haushälterin dazu. Wie denn? Ja, ich hoffe. Okay, ich habe mir eine neue Tapete geholt und eine neue Couch. Mhm. Ja. Ich mache das erstmal so. So, ich habe ihn dekoriert. Ich auch ein bisschen. Also da muss noch einiges dann, damit das richtig geil aussieht, aber... Haben wir. Oh, wir haben auch generell schon neue Sachen. Aha. Irgendwie. Wo? Oh, oh Gott. Ach so. Ja, dann zeigen wir. Gucken wir mal. Oh Gott, aber das erste sind. Wie immer halt. Das Ding heißt wie immer halt. Das ist cool. Retro-Tapete. Ja. Ja, den Boden, da gibt's auch wie immer halt. Und. Wie immer halt. Holz finde ich auch schön. Gestreiftes Statement. Nee, das passt da nicht so ran. Ja, aber oh, ich finde, es passt mehr als. Bei mir passt das, es eher. Aber auch nicht perfekt. Aber es ist besser. Also, bei mir passt die Gardine gerade irgendwie besser. Ich weiß nicht, dieses Karo. Nee, das passt bei mir gerade nicht unbedingt besser. Da gucke ich noch. Tisch. Schokoladenstuhl. Ja, Vintage. Oh. Ich hole mir einen Vintage-Tisch. Kennst du auch Schokoladenstuhl? Wenn man zu viel Schokolade isst und dann... Aber der Vintage-Tisch ist schön. Kakao-Couch. Kakao-Couch. Oh Gott, das ist ein Name für eine Couch. Die Kakao-Couch. Ich bin eigentlich voll schon zufrieden mit meinem... Ja, ich bin mit meinem auch erstmal zufrieden. Beziehungsweise... Ich kann mir noch nichts kaufen von dem, ich was... Ich habe eine
flaschengrüne Couch. Und traditionelles Schottenmuster. Hm. Was ist mit diesem Makron noch so die Dinge sah? Ich finde aber, ich finde es wirklich voll schön, meins bis jetzt so schon. Mhm. Oh, du hast edel und elegant Dingswände. Mhm. Oh, krass. Neue Klamotten? Nö, leider nicht. Nee. Aber was ist das? Ach so, nee. Ich liebe es. Ach, ich liebe es. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Okay, genau. Kann ich, glaube ich, wieder umändern. Hä? Kannst wieder umändern. Wie, umändern? Ach so, wieder auf Dings, ja. Ja. Ah, und jetzt die Falldings-Sache. Ja, die Pinnwand. Das soll wieder zurückkommen. Bling! Und da wird es nochmal erklärt. Mhm. Aha. Alle aktuellen und bereits gelösten Fälle hängen an der Pinnwand, an der Detektei. Okay. Ich vermute mal, dass mit dem einen Stempel ist gelöst und das mit dem anderen ist noch nicht. Ah, okay. Fall beginnen, kannst du den Fall spielen, auf dem Brett. Warte mal, in diesem Fall werden dir die Anzahl der im Verlauf von den Münzen und gelösten Rätsel angezeigt. Ah, gut. Gucken wir mal. Oh, wir haben nicht alle Rätsel. Oh, noch zwei mehr. Na dann. Los. Ja? Ja. Ich will die noch haben und danach können wir ja erstmal für heute. Ja, aber dann müssen wir erstmal gucken, wo. In diesem Fall immer drin. Die Frau ist doch nicht Claire. Nee. Und zwei Hinweismünzen. Ah, egal, die sind nicht so wichtig. Ja, ja, Dingens da. Blablabla. Dingens da, ja. Mhm, mhm. Okay. Bei Fällen, die du schon gelöst hast, tippst du einen Ort an, um zu sehen, wie viele Rätsel du dort bereits gelöst und wie viele Münzen du gefunden hast. Unter dem Namen des Ortes. Ah, okay. Oh, das ist schon mal gut. Dann wissen wir, wo die Rätsel sind. Ja. Okay, gut. Blablabla. Tutorial. So. Okay, also dort haben wir alles. Wir müssen halt hoch. Dort bei der Konditorei. Mhm. Da haben wir anscheinend was vergessen. Ja. Da haben wir aber. Zwei Münzen und ein Rätsel. Dann hin da. Boop. Schwupp. Nochmal ihn? Meinst du, der hat ein neues? Nee. Leider nicht. Ja, nein, aber ich möchte ihn trotzdem noch einmal sprechen. Okay. Ja, mein Brüderchen Terry sorgt sich sehr um den fehlenden Zeiger vom Big Ben. Aber leider war es das schon. Okay, wo könnte noch was sein? Nee. Versuch mal wieder, das kleine Mädchen anzusprechen. Ja, wahrscheinlich nochmal. Ist es? Ich hab's noch nicht angesprochen. Oh ja, sie hat es. Sie hat es. Da, 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 da. Ja, RIP in Oma Enigma, wir werden sie wirklich nicht vergessen. Ich wusste, das war hier ein bisschen anders dann. Okay. Genau, Mark wird mit C geschrieben. Mark mit K wird mit C geschrieben. Ja. Ist auch ein cooler Satz. Also Mark dort mit K. Oh, hallo, kleines Hündchen. Hierher, meine kleine Gipfelchen. Außerdem, wir haben uns... Ich habe schon... Ich weiß nicht, wie lange die Person, die das jetzt geschrieben hat, gerade zuschaut, aber ich glaube nicht so lange. Weil, also hier steht, bitte lass Mark im Let's Play mitmachen. Ein Layton-Spiel ohne Mark ist wie ein Rätsel ohne Lösung. Und ich muss sagen, so wie das Let's Play bisher gelaufen ist, ist es auch ohne Mark echt gut schon gegangen. Und es war sehr lustig, also ich kann nur für meine Mitkommentatorin aus dem Off bürgen. Und für meinen Arm, der meiner ist. Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Nein, hier, warte. Nein, hier, ich versuche nachzudenken. Okay, Gipfelchen. Mach die Fliege! Welche Fliege? Was ist denn los, meine Kleine? Bist du traurig? Da habe ich genau das Richtige für dich. Schau, ein Rätsel. Das wird dich aufheitern.